Nee, nein, nein, nein. Oh mein Gott, GTA 6, Ratchet the Batar. Official Map, Leute, wir sehen jetzt die Official Map von GTA 6. Ja, Leute, was geht? Heute auf jeden Fall wieder ein weiteres Video auf meinem Kanal und heute werden wir nämlich wieder einmal auf verrückte YouTube-Videos reagieren. Und zwar werden wir uns heute nämlich den Trailer zu GTA 100 anschauen. Es klingt zwar verrückt, Leute, aber es gibt tatsächlich Videos auf YouTube zu GTA 10, GTA 100 und sogar GTA 1000 Trailer, Leute. Also werden wir uns heute in dieser Folge wieder einmal einige dieser Videos reinziehen. Falls ihr übrigens neu auf dem Kanal seid, könnt ihr ebenfalls kostenlos abonnieren, Leute. Aktiviert die Glocke, wir stehen kurz vor 450.000 Abonnenten. Würde mich mega freuen, wenn ihr mich könntet, aber ich würde sagen, starten wir direkt mit dem Video. So Leute, ich bin jetzt auf YouTube unterwegs und ich würde sagen, wir suchen mal nach GTA 10 Trailer. Ich habe nämlich letztens nach GTA 9 Trailern gesucht, aber ja, und ich suche nach GTA 10 Trailer und direkt als erstes wird mir dieses Video empfohlen und direkt darunter Hallöchen. Okay, alles klar, das werden wir uns danach noch anschauen. Auf jeden Fall klicken wir mal direkt auf das Video drauf und ich habe keine Ahnung, was uns in diesem Video deswegen erwarten wird. So, Peggy 18, alles klar. Scheint wohl wieder einmal sehr offiziell zu sein. Okay. Alles klar. Rockstar Games Present. Alles klar, die Grafik sieht auch aus, als wäre das aus 2011. Also, es sieht auf jeden Fall nach GTA 10 aus. Also. Aber ich finde das lustig. Also, ich weiß immer noch nicht, was es ist. Es ist GTA 5, oder? Stellt euch vor, wir würden so einen Rentner spielen. Das wäre richtig cool. Mit Minigun. Alter. Ey, jetzt mal no joke, das wäre geil. Ich weiß ja nicht, was ihr davon halten würdet, aber so ein Rentner wäre mega lustig. Stopp, stopp, stopp. Ganz kurz stopp. Also, wir wissen eindeutig, ich sehe das an der Grafik, das ist eigentlich GTA 5. Mit einer hübschen Grafikmod, aber es geht nicht um die Grafikmod, sondern allgemein darum, was sie versuchen mit diesem Trailer zu zeigen. Zwar gibt es nämlich drei Charaktere wieder mal, aber richtig interessante Kombination. Und zwar einen jungen Mann, einen Rentner und eine Frau. Und ich fände, das wäre... Ey, das war wirklich gut. Das würde richtig Abwechslung bringen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn man drei komplett andere Perspektiven hat und man einfach entweder eine ältere Person ist, eine Frau oder so und das im Story-Modus. Wäre richtig cool. Und die Stadt ist, glaube ich... Bitte sag mir nicht, dass es nicht San Francisco ist. Das ist San Francisco, hoffentlich. Also San Fierro soll das Ganze spielen. Wow. Okay. Also YouTube-Qualität ist da. Oh, wow, wow, okay. Langsam gefällt mir das. Was ist das jetzt für eine Stadt? Ist das jetzt chinesische Stadt? Ist das Shanghai? Ist das... Ist das mein Dorf? Mein Land? Meine Stadt? Miami? Absolut keine Ahnung. Okay, okay. Die Zöllokomotive. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Aber wie gesagt, Leute, ich muss schon zugeben, der Trailer gefällt mir auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich lasse mal einen Like da. Also, wie gesagt, von mir kriegst du ein Like. Ja, aber wie gesagt, es gab ja noch einen anderen Trailer. Und zwar Grand Theft Auto 10 Trailer GTA X Next Gen Fictional Trailer Teaser. Ich bin noch ein bisschen gespannt. Das Thumbnail verrät schon einiges, also muss man schon sagen. Aber wir klicken mal direkt drauf. Was ist in diesem Trailer zu sehen? Okay. Ich weiß nicht, ob das copyrighted ist, deswegen mache ich die Musik jetzt aus. Regie, Musik an. Okay, das ist ein Pagani. Pagani vielleicht? Okay. Okay. Das ist eindeutig GTA 5, also das war schon der halbe Trailer. Okay, dafür habe ich jetzt angeklickt. Dafür habe ich... Ernsthaft? Ja, okay, also eine neue Corvette. Polizeiwagen. Das ist noch Denken. In schön. Das sieht schön aus. Sonnenuntergang. Ja gut, das ist jetzt auch keine neue Stadt. Das ist alles Los Santos. Okay, ja, okay. Und jetzt Grand Theft Auto 10 Fame Made Trailer Made by. Alles klar, Digga, alles klar. Wir sind hier wieder eindeutig mal. Ja,
über den Haufen geworfen worden. So, ich schaue mal aber nochmal ein bisschen weiter. Und zwar, ihr seht es ja, Leute, bereits, was mir alles für Videos angezeigt werden. Und zwar GTA 11 Trailer 2045. GTA 100 Trailer, den schauen wir uns gleich an. Aber was mir angezeigt wurde, ich will da mal unbedingt reingucken. GTA 6 Trailer Official 2016 Game PC PS4. Aber, ja, okay, Xbox One hat er wohl jetzt nicht in den Titel geschrieben. Wahrscheinlich gibt es keine Xbox mehr im Jahr 2016. Alles klar, wir haben schon 2018. Okay, gucken wir uns mal den Trailer an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Meisterwerk sein wird. So, oh mein Gott, ist das laut. Los geht's, Leute. 18 plus. Rockstar Games. Offiziell. Incredible New World. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Wasser ist weg. Ein Wal. Wir können ein Wal spielen. New Characters with the new features. Alles klar, Digga. Alles klar. Nee. Nein. Ich muss mir nochmal kurz die Szene anschauen. New Characters with their new features. Wo sind wir hier? Ist das Saints Row? Oder sind wir in Avengers oder so? Michael, der... Leute, ein Michael... Also, okay, ich will jetzt nichts Unlogisches sagen. Feuer unter Wasser ist ja nichts Unlogisches, ne? Aber, ja, meine Güte, also, okay, ein Affe, Aliens, wir spielen Superman, wir sind der Terminator, okay. Alles klar, das ist wahrscheinlich ein Superheldenspiel jetzt so. New Vehicles, okay. Ein Sofa als Vehicle. Ja, okay, UFO wäre cool. UFO wäre schon cool. Ein Auto, das umkreist ist von anderen Autos. Das ist eine geile Mod eigentlich. New Weapons. Alles klar. Das war's. Wo war jetzt der AMG? Wo war der AMG, den ihr versprochen habt? Ich habe den AMG nicht gesehen. Das ist ein trauriger Trailer. Und der hat 1,4 Millionen Klicks. Wollte ich nur mal kurz sagen. Was sagen die Kommentare zu dem Trailer? Most of the stuff of on there was GTA 5 mods. Stop with that fake GTA 6 Trailer. So annoying. So annoying. Fake, dieses Trailer ist fake. Alles klar. Ja, ist mir schon klar, dass der Trailer fake ist. Aber ich bin jetzt mal gespannt, Leute. Wir schauen uns jetzt den GTA 100 Trailer an. Okay, was auf jeden Fall die Bewertungen sagen, ist, dass das Ganze schon... Okay, es ist ein bisschen kritisch, ja. 2000 Likes, 1300 Dislikes. Ist ein bisschen kritisch, aber wie gesagt, ich bilde mir meine eigene Meinung. Deswegen schauen wir uns den Trailer selber an. Okay. Schwarzer Bildschirm. Was ist das für... Nicht dieser GTA 6 kostenlos Generator. Leute, vertraut keinen Generatoren, egal was ihr seht. Egal, ob es V-Bucks sind oder GTA 5 Generatoren. Generators sind allgemein fake. Okay. Der ist nicht schlecht gemacht. Der ist nicht schlecht gemacht, der Trailer. Hat er gerade Franklins Fahrzeug zerstört? Dieser Ehrenlose. Pepsi. Wartet mal. Ist es vielleicht eine geheime Botschaft gegen Pepsi? Ich meine, Leute, wartet mal. So, wir sehen hier eindeutig den Pepsi-Truck. Und die Hydra kommt an, alles stürmt, alles kaputt. Die Pepsi-Trucks auch kaputt. Ich glaube, das war ein Angriff gegen Pepsi, kann das sein? Okay, ja, okay, das ist... Okay, also, ich dachte jetzt, das ist hier GTA 100. Okay. Okay, komm, Leute, ich will jetzt sehen, wo das hier GTA 100 sein soll. Leute, das ist GTA aus dem Jahr 2100, keine Ahnung, 43. Ich glaube, der Trailer ist von demselben Typen, kann das sein? Warte, ich mach mal die Musik aus, Leute. Ich weiß nicht, ob das copyrighted ist. Okay, ja, also jetzt sieht es langsam ganz gut aus, aber ey, das ist... Digga, das ist Los Santos. Wo ist bitte hier der Teil, wo ich sehen kann, dass es GTA 100? So, hallo? 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 Was? Das war der Trailer? Das war der GTA 100 Trailer? Ist das dein Ernst? Leute, ich glaube, wir sind am Boden angekommen. Was wird mir da für ein Video empfohlen? GTA 6 Trailer. Official Trailer 2016. 100% official, und legit, and legit. Das Bild sagt mir also, dass es GTA 6 offiziell soll im Jahr 2016 rauskommen. Der Trailer ist 2 Jahre alt, also wahrscheinlich kam er nicht mal raus. Also keine Ahnung, wann er rauskam, der Trailer. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken mal rein und absolut keine Ahnung, was in diesem Trailer vorkommt.
Alles klar, ne, die Musik mache ich aus. Also, wie gesagt, jetzt haben wir einen anderen Soundtrack. Und zwar, was haben wir hier, Leute? PEGI 18 Info, okay, das Spiel ist ab 18. Das muss schon heißen, All Gameplay Foot Cap. Oh mein Gott, GTA 6. Alles klar, der Trailer ist auf jeden Fall nicht der Trailer von Need for Speed 2015, das ist nicht der Trailer, Leute. Das ist alles GTA 6. Alles klar. Oh, Leute, jetzt kommt der Trailer. The Real Players. Was, wen können wir spielen? Nikos Bellic in HD. Franklin ist dabei, Leute. Franklin ist auf jeden Fall in GTA 6. Niko Bellic ist da. Rachid Batar. Wer ist das? Was? Wer ist das? Official Map. Leute, wir sehen jetzt die Official Map von GTA 6. Nein! Nein! Leute! Das ist die ganze Welt! Die ganze Welt! Das GTA 6! Ja, okay, das ist ein schöner Lamborghini. Und das ist... Was ist das für ein Trailer schon wieder? Nein, das ist Need for Speed to Run. Nein! Ey, der Typ scheint wohl richtiger Need for Speed-Fan zu sein. Es ist legit. Das Spiel kommt 2016 raus. Wir müssen 2 Jahre in die Vergangenheit reisen, dann bekommen wir endlich GTA 6. Ist das geil. Ist das geil. Ich freue mich auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall, falls ihr natürlich noch einen weiteren Teil dazu haben wollt, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal in der Mitte kostenlos und aktiviert die Glocke, Leute. Helft mir auf jeden Fall zu den 450.000 Abonnenten. Würde mich mega freuen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. ID-Sock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.